So, hallo. Weiter bei Things. Ja, ich weiß es halt nicht. Sollen wir dieses Level da oben oder erstmal nicht? Es ist. Ah. Wir werden es halt irgendwann brauchen. Aber ich. Komm, wir probieren es noch ein bisschen. Wir probieren es mal 10 Minuten und wenn es nichts wird, dann gehen wir erstmal da unten weiter. Da haben wir ja auch noch einiges zu tun. Ja, machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Wir machen es mal so 10 Minuten noch. Und ja, das geht ja gut los. Und dann, ja, dann ist auch gut. Ansonsten. Ansonsten kläre ich es erstmal mit Save States und hole es später vielleicht nach oder so. Dass wir es halt haben, wäre vielleicht auch eine Idee, oder? Ich tue mir hier, also das ist, ich tue mir hier schon sehr schwer. Ja, gerade die Stelle ist halt, oh, ja, komm. Wir machen da oben die Stelle jetzt mal mit Safe States und gucken mal, wie wir dann so weiterkommen. Machen wir es jetzt mal so. Das ist. Ja, das ist dann doch so ein Level, wo ich langsam an meiner Grenze angekommen bin. Ja, ich muss halt viel schneller hochkommen. Nicht so, Mann. Aber das dauert halt zu lang, weil jetzt sehe ich den Mario schon wieder nicht hochlaufen. Das ist ja das Problem. Ich sehe ja dann die Figur nicht mehr. Also abgesehen davon, dass es kein Mario ist, aber hey. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, doch. Ja. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen. Das war gut. Komm, ich setze ein State, ist mit's wurscht. Willst mal gucken, was hier noch kommt. Ja, so schon mal nicht. Okay, so auch nicht. So auch nicht. Ich glaube, ich muss ganz oben, aber dann rüberspringen. Ja, okay, und dann so. Oh Gott. Und dann kommt eine Wolke. Okay. Ei, okay, aber das könnte wieder cooler werden. Das mit der, eigentlich ist echt das Hauptproblem das mit der Feder. Weil ich diese Physik nicht oft genug hinkriege. Okay. Nee. Hä? Spring ich da in den Mancher jedes Mal rein? Okay. Zack. Und dann da hoch. Okay. Also ich werde keinen weiteren State setzen, ne? Keine Sorge. Will ich nicht. Aber den Federabschnitt. Nein. Erstmal nein. Erstmal großes Nein für den Federabschnitt. Das hier geht ja alles wieder. So. Oh, jetzt. Okay, Spincher. Okay. Na, das geht alles wieder. Das ist dann auch wieder cool. Aber der Federabschnitt, ich kriege nicht hin. Nein. Ach, ich bin doof. Ich darf da nicht vorher springen.
Ah! Na? Was war das denn für ein Quatsch? Ah, jetzt. Nein! Okay. Ich meine, man muss wieder dazu denken, dass ich natürlich vorher alles nochmal neu laufen müsste, immer, von unten. Aber nur an dem Federding würde ich halt so richtig hängen bleiben. Sodass wir halt innerhalb von 20 Minuten vielleicht zwei oder dreimal die Stelle hier oben sehen. Und nee, es ist nicht machbar für mich. Krieg's nicht hin. So. Und das Level an sich gefällt mir. Das Level an sich gefällt mir. Hier oben struggle ich jetzt natürlich auch eine Weile, das ist klar. Aber das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich mache danach einen neuen State. So, das ist halt Quatsch. Wieso ist er nicht rausgesprungen? Please. Na, weil das klappt halt öfter. Also da weiß ich halt auch, wie es geht. Okay, und jetzt? Oh, okay. Da oben kommt eine Röhre. Ist das der Midway? Ist die Röhre der Mitteldings? Ist die Röhre Mitte? Denkbar wär's. Denkbar wär's. Mann, spring doch raus! Ich glaube, ich darf keine Richtung drücken dabei. Nice. Er springt einfach nicht raus. Ihr hört ja den... Wahrscheinlich darf ich gar keinen Spin-Jump rausmachen aus der Wolke. Was ist das? Ja, der normale Sprung geht immer. Okay, gut. Ich darf keinen Spin-Jump aus der Wolke machen. Ist in Ordnung. Ist akzeptiert. Ja, und dazu kommt halt noch, dass diese Dreiecke leider ziemlich junky sind. Junky. Dreiecke sind voll junky. Ach, scheiße. Voll die Junkies. So. Nope. Was war das denn? Nice. Ach, Mist. Bleib halt hier oben auch noch oft genug hängen. Problem ist nur, dass hier oben würden wir nie sehen, wenn ich unten bei der Feder erstmal die ganze Zeit hängen bleibe. Okay, was jetzt? Einfach in die Röhre. Okay, nice. Okay, puh. Dann hoffe ich, dass wir den zweiten Abschnitt jetzt ohne Safe State schaffen. Press the other one button to twirl while running up a wall. What? Habt ihr gerade eigentlich auch das Gefühl, dass alles so nach unten fährt? Das machen gerade so meine Augen, weil mein ganzes jetzt hochgerannt ist, hat man gerade das Gefühl, dass alles so ein bisschen nach unten fährt vor einem. Witzig. Meint er das? Press the other one button to twirl while running up a wall. Nein! Kein State laden. Wollte keinen State laden. So. Meint er das? Ich meine, das kann ich doch hier auch so machen.
Ah, hier jetzt wahrscheinlich. Nein! Ach so, das meint er mit Twirl. Ah. Ah, dass ich die aufmache. Oh, das wird interessant. So nämlich. Aber muss ich die Feder verlieren? Wieder gleich? Oder muss ich stoppen, bevor ich die verliere? Ich will nicht wieder was mit Feder haben. Wenn ich jetzt wieder was mit Feder kriege, dann kriege ich die Krise. Ich will die gleich wieder loswerden, bitte. Please. Please, lass mich die Feder gleich wieder verlieren. Ja, aber, hä, was soll denn da oben den auslösen? Ich muss... Ich glaube, ich weiß, was ich tun soll. Ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Ich muss den Stampfer machen mit der Feder. Und dann schießt es nämlich die Shell da hoch. Oh je, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Genau so! Genau so! Aber dann habe ich immer noch die Feder. Das ist schlecht. Ich will die Feder nicht mehr haben. Die kann weg. Ah, Feder und dieses Level. Keine gute Kombination. Okay. Feder ist weg. Okay. 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 Fühle ich. Alles ohne Feder fühle ich. Nice. Er nimmt mir die Feder. Und den Teil hier mit der Feder, der läuft. Der Teil hier mit der Feder läuft. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Oh ja. Danke. Danke. Oh, die Feuerblume kam genau richtig. Okay. Ich hoffe, da kommt nichts mehr mit einer Feder. Bitte lass die Feder Feder sein dann danach. Puh. Ah, zu langsam. Also nee, nicht zu langsam, aber zu bald gesprungen. Hoppala. Wow. Also man kann auch zu spät springen. Mist. Ah, deswegen sind da... Ich hab's verstanden. Deswegen sind da blaue Münzen, weil man da nicht in diesen Flugmodus reinkommt. Genau, dann kann man nicht direkt weiterspringen. Okay, hab's verstanden. Mist. Ach, wieso lade ich denn den State? Entschuldigung, ich merke das gerade, dass ich den State lade. Brauche ich ja gar nicht. Brauche ich ja gar nicht. Scheiße. Ja, aber so wird es dann weitergehen, okay. Bam, 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 bam. Ah, das war dumm. Aber das ist zumindest kontrollierbar. So, das ist der Punkt. Genau. Genau so. Nein, und dann muss ich da noch irgendwie laufen. Okay. Ah, zu langsam. Ach.
Nein! Komm schon! Mach nicht diesen. Yep. Na, ah, und dann haut's mich mal runter. Ah, das war wieder Schwachsinn, weil ich wieder gesprungen bin und ich muss einen Drehsprung machen. Ja, genau so. Genau so. Mist. Wir wissen leider noch nicht, wie es dann weitergeht, aber hey. Okay. Ah, Mann, ich weiß noch nicht genau, wie ich da das Dreieck anspringen muss. Oh, shit. Ja, zumindest können wir mal weiterlaufen, lul. Okay, was war das denn? Da kommt ein Fisch. What? Und ein Wasserpudel. Nein! Frage ist, soll mir das Wasserding helfen oder soll mich das behindern? Mist! Ja! Und jetzt? Oh, das soll mir helfen, weil er dann an den. Okay, weil er den nochmal hochschickt, oder wie? Mhm. Beziehungsweise, der macht es wahrscheinlich überhaupt erst möglich. Okay. Yo, what? Aber da drüben verliere ich dann anscheinend auf den Mannschein gleich wieder meine Blume. Okay. Hä, irgendwie passt das Timing noch nicht gefühlt. Irgendwie fühlt das Timing sich noch nicht richtig an, was ich da oben mache. Irgendwas passt an dem Timing noch nicht. Dreiecke. Okay. So. Und rüber. Und rüber. Lauf. Nein. Okay, das war's. Das wär's. Da oben ist es. Okay, nice. Wir schaffen's. Wir schaffen den Rest ohne Save States. Es ist im Prinzip also nur ein Save State, den ich benutzt habe. Bei dieser Flugstelle. Ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll. Ich glaube, ich würde 3 Stunden oder so hier spielen, bis ich irgendwann mal die Flugstelle schaffe und den Rest danach. Nee, es tut mir leid. Wir lassen's bei dem Save State. Ich muss nur aufpassen, dass ich dadurch jetzt nicht wieder in irgendeine Bequemlichkeit gerate und bei anderen Stellen aussage, oh, Save State, weil es mir zu schwer ist. Es ging ja nicht darum, dass es mir zu schwer ist. Das war ja nicht das Problem. Schum, bam, 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 bam.
Wobei, eigentlich ist es schon zu schwer. Eigentlich ist doch zu schwer die richtige Aussage, wenn ich so drüber nachdenke. Ist auch wurscht jetzt. So. Nein, ich Dummkopf! So eine Hohlbirne manchmal, ey. Ah, und... Aber die Dreiecke sind halt auch echt nervige Teile. Mann. Nein, ich... Oh, ich Ey, nach dem Level werde ich wieder so Kopfschmerzen haben, weil das mit diesem Hoch und Runter, das geht dermaßen auf die Augen. Ich lern's nicht! Aber dafür lade ich das Level dann gleich jetzt hoch. Das kommt sofort heute noch. Weißt du nicht, ob ich dann für morgen wieder einen Part habe, aber hey. Nein! Come on! Wir sind zwar ein bisschen hinterher, aber vielleicht haut's noch hin. Ja, könnte noch gehen. Lauf! Okay. Ja! 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 Yeah. Okay, kommt noch was? Wow! Er demonstriert einfach nochmal, wie chunky dieses... Chunky dieses... Ihr wisst, was ich meine, dieses Ding ist. Was kommt jetzt? Ey, da kommt noch ein Fisch oder so eine Scheiße. Ich rast aus. Ich rast aus. Was kommt denn jetzt noch? Was kommt? Hallo? Muss ich jetzt so hochlaufen, wie es geht, oder was? Ey, der Hintergrund alleine, ne? Wie er sich schon wieder wiederholt. Nee! Mein klar muss ich den Mond holen, aber mir wird jetzt erst bewusst, was das bedeutet. Ich will mal ganz kurz was testen. Kann man hier rauslaufen? Nein, okay. Up we go again! Oh mein Gott, ist das ein... Oh. Und jetzt ist es auch noch so hell, das geht echt auf die Augen. Scheiße. Oh, ich... Und wenn da oben mich noch irgendwas killt, ich raste aus. Ich spul zurück, wenn mich da oben was killt. Ich spul zurück. Ist mir egal. Ist mir so egal. Für meine Augen spule ich zurück. Ich mach das nicht nochmal. Für den Mond runterfallen war jetzt schon schlimm genug. Boah! Meine Nerven. Ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon, ich muss noch zu der scheiß Tür springen. Oh! Du... Dummer Troll! Oh,
So, lasst uns den Mond noch kontrollieren. Ey, ich bin so rau. Oh mein Gott. Boah, meine Augen. Alter. Ach, das war ja der Quatsch. So. Mist or forgot something, take this door back to room 10. Ja, hier kann man jetzt wieder zurücklaufen. Aber ich hoffe nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Ich meine, ich kann jetzt wieder alle durchlaufen, aber... Once you continue, you cannot go back until room 30. Ja, ja, habe ich verstanden. Ist da oben... Ah, okay. Sonst kommt man da wahrscheinlich gar nicht durch, oder wie? Ja, okay, okay. Käme man da auch so durch? Ich meine, ich kann ja auch back gehen, indem ich einfach die Videoaufzeichnung angucke immer. Okay, man käme auch so durch. Gut. Gut, dann haben wir das geklärt. Sheesh. Okay. Dann soll es das gewesen sein. Das ist jetzt unser zweites Level mit Save States. Allerdings hier nur einer. Bei dem Level, wo wir die Shells schießen mussten, da waren es ein paar mehr. Okay, und das hier lassen wir erstmal aus. Das scheint mir dann doch was zu sein, wenn wir LR drin haben. Mal gucken, wie lange ich das machen kann, bis ich die Anzahl an Exits nicht mehr gewährleisten kann. So, das ist das Ding. Okay, wir haben jetzt noch die Option hier. Das scheint zwei Exits zu geben. Und dann haben wir noch die Option hier. Also es ist noch viel zu tun. Und dann bauen sie auch neue Möglichkeiten auf. An der Stelle erstmal danke fürs Zugucken. Und tschüss.